Hallo. Also ich bin deutlich lauter wie die Musik, ja. Sonst würde ich die Musik noch ein bisschen runterdrehen, aber wenn es so angenehme Hintergrundmusik ist, lassen wir es auf jeden Fall laufen. Ich habe nämlich gerade gesehen, auf YouTube gibt es einen 24/7 No Copyright Stream. Ja, auch ziemlich nice. Das mache ich einfach jetzt jedes Mal an und gut ist. So Leute, erstmal danke fürs Feedback von den letzten Videos. Wie ihr seht, ich war beim Friseur, hier ist wieder alles kurz, ja. Tubach hat sich im letzten Video, das war glaube ich Friseurtermin und Corona-Video, hat er sich ein Video gewünscht, oder zumindest von mir gewünscht, dass ich mich ein bisschen vorstelle. Das würde ich jetzt gerne nachholen. Also mein Name ist Alessandro, ich bin 31 Jahre alt, wohne momentan im Saarland, komme ursprünglich aus dem Westerwald. Arbeite bei einem lokalen Internetprovider, bin glücklich verheiratet, live auf Twitch seit 2019, März 2019, genau. Bin seit, lass mich kurz lügen, Mai Affiliate geworden durch das Mobile Game Grand Chase. Da bin ich in eine saugute Community gestolpert und teilweise sind auch, zum Beispiel Schatten kenne ich auch noch aus dieser Community. Der ist mir bis heute treu, also guter Boy. Dann Juni, Juli hatte ich andere Projekte, also andere Spiele auf dem Twitch-Kanal, was dazu geführt hat, dass die Grand Chase Community ein bisschen zurückgegangen ist und ich deswegen quasi keine Zuschauer mehr auf Twitch hatte oder sagen wir mal zumindest mehr sehr wenig. Und habe dann verschiedene Projekte gehabt, zum Beispiel mit Final Fantasy 14 habe ich gezockt. Ich habe League of Legends bin ich am Zocken. Hab diverse Mobile Games irgendwie mal angezockt, auch online, was mehr oder weniger so lala war. Hatte aber so nach wie vor irgendwie immer nur so ein bis zwei Zuschauer, die effektiv da waren. Und meistens waren es halt auch die gleichen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir starten jetzt einfach mal ein anderes Format, Just Chatting, wo ich ein bisschen mehr auf die Community eingehen kann, auch ein bisschen so mein Programm von meinem Streaming Richtung Community lenke. Also wenn irgendeiner was möchte, schreibt es in die Kommentare und dann werde ich mich darum bemühen, den Content entsprechend anzupassen. Wenn keiner irgendwas schreibt, mache ich nichts. Das ist ein ganz einfaches Geben und Nehmen und wenn was gewollt wird, dann versuche ich mich wenn ich drauf Bock habe, die Sachen zu erfüllen. Ich hoffe, das reicht Tubach. Ich werde das Video natürlich nachher noch schneiden und hochladen auf YouTube. Ich hatte auch das Video oder ein Workout-Stream hatte ich von Bela Benito, der hat sich einen Workout-Stream gewünscht. Habe ich durchgezogen letzte Woche Donnerstag. Letzte Woche Donnerstag. Ich glaube, Donnerstag habe ich es durchgezogen und Freitag oder Samstag war das Video schon online. Schreibt auch mal da gerne in die Kommentare, ob ihr sowas sehen wollt. Also, wenn ihr es sehen wollt, machen wir mehrere solcher Videos oder Streams, wenn es irgendwie interessant ist. Ansonsten stampfen wir es auch ein. Was man aber leider gesehen hat bei diesem Workout-Stream, weil es ein bisschen. Also ich sag mal, die Kamera war ein bisschen doof. Man hat meinen Haaransatz gesehen. Wenn ihr so von vorne seht, ne? Und denkt ihr, boah, der ist 31 und hat so einigermaßen volles Haar. Aber sobald ich den Kopf weiter runter mache, sieht man. Also es ist nicht so, wie es scheint, sag ich mal. Also dieses dichte Haar, was ich irgendwann mal hatte, habe ich schon lange nicht mehr. Ja, ich bin auch ein bisschen älter jetzt. Die Haare werden immer weniger. Das ist leider so. Ne? Man wird ja auch nicht jünger. Aber da ihr mich sowieso meistens von vorne seht und nicht von oben, ist eigentlich alles gut. Wobei man das echt fies gesehen hat. Ich habe hier hinten so einen richtig ekligen. Richtig dünnes Haar. Wenn ich so da drüber fahre, dann merkt man es nicht. Aber wenn man es halt sieht, dann. Eieiei. Da wird man echt schon alt.